Mal gucken, ob wir den kennen. Wer weiß. Ich weiß es nicht. Ha! Soll ich jetzt sagen? Erstmal schönen guten Abend. Ja, moin Jan. Hallo, Norbert. Schön, dass du hier bist. Wir sitzen hier heute bei Norbert. Das Licht bleibt hoffentlich an. Wir wollen heute Abend die Verlosung machen. Norbert hat zwei Firmen angeschrieben. Und ich muss sagen, Hut ab. Die Firma R&G hat L285er Harz gespendet. Sowie Samurai-Gewebe, 45 Gramm der Quadratmeter, 5 Minuten Epoxy. Und die Firma Höllein hat uns 3 Gutscheine a 25 Euro zur Verfügung geschickt. Also schönen Dank an die beiden edlen Spender, muss ich sagen. Ganz toll. Ja, so richtig hatte ich nicht damit gerechnet, dass überhaupt eine Reaktion kommt. Ich habe die beiden Firmen gewählt, weil man da als Modellbauer schlecht dran vorbeikommt. Also beide, genau. Denke ich also mal. Also sind also uns sehr wohlgesonnen, ja. Und damit ja auch den Selbstbauern 3 Top-Preise verlosen können. Das stimmt. Wir haben 3 Pakete geschnürt. Jeder Gewinner erhält 1 Kilo Harz, einmal 5 Minuten Epoxy, 1 Gutschein von der Firma Höllein im Wert von 25 Euro. Der erste Preis erhält zusätzlich das Samurai-Gewebe. Und wir haben noch Sprettau-Carbonband. Genau. Abgestuft 15, 10 und 5 Meter. Ich glaube, jeder der Gewinner kann sich über jedes Paket top glücklich schätzen. Super Preis. Gibt es so viele Selbstbauer, mit denen du gerechnet hast? Ein paar Namen vermissen wir, oder? Ein paar Namen vermissen wir. Ja, willst du mal anfangen? Dritter Platz. 1 Kilo Harz, 1x5 Minuten Epoxy, einen tollen Gutschein. Sofort vorlesen. Lesen wir vor. Patrick Hertha. Mir nicht bekannt. Mir auch nicht. Aber? Finden wir raus, Patrick. Wir schreiben dich an. Fragen der nach dritte deiner Platz Adresse. Geht an Patrick Hertha. Genau. Soll ich mal einziehen? Ja, ich dachte eigentlich, dass du den ersten Platz ziehst. Na gut. Sind wir falsch angefangen. Das macht doch nichts. Nochmal hier, komm. Holger Zillmann gewinnt den zweiten Preis. Super. Kennst du den? Nee, auch nicht. Okay. Macht ja auch nichts. Ich kenne ihn auch nicht. Lernen wir vielleicht nochmal irgendwo kennen, auf irgendeinem Wettbewerb oder so, wenn wir unterwegs sind. Holger, so. Herzlichen Glückwunsch. Oh, hier ist einer rausgefallen. Nochmal, so. So, nehmen wir den hier mal. Mal gucken, ob wir den kennen. Wer weiß. Ich weiß es nicht. Ha! Ja, der erste Preis geht hier sogar in die Nähe. Da können wir uns vielleicht das Wegschicken sparen. Stimmt. 25. März. Der erste Preis geht an den Vielbauer Dirk Weiß. Das ist doch mal top. Ja. Also, super. Da färbt sich dann das schwarze Gewebe leider leicht grünlich ein, nehme ich an. Ah, den nehmen wir die grüne Farbe weg, ne? Oder schenken noch Orange dazu oder so. Also Dirk, der erste Preis geht an dich. Genau, also hier beiden auch nochmal vielleicht für die für das Zielfoto. Ja, Ausblick. Wir werden nochmal was machen in den nächsten Wochen, Monaten. Die Idee, die wir nochmal haben, wir wollen ein Video nochmal drehen über einen Flächenbau, günstig bauen, also sprich fast ohne Kohle, bisschen Kohle brauchen wir auch dafür, also Kohle, einmal diese hier und einmal bisschen UD-Gewebe, kann ich eine Fläche vielleicht für unter 25 Euro reine Materialkosten bauen, ob das geht, werden wir ausprobieren. Mensch, dann kriegen wir ja noch ein Flächenbauvideo, was erfolgt. Da kriegen wir noch ein Flächenbauvideo, vielleicht machen wir nochmal irgendwann eins so mit vielleicht so Federn einbauen in Höhenleitwerke oder in Seitenruder. Genau, was ich so spontan. So Kleinkram nochmal. Hatten wir schon mal versprochen. Ne? Hatten wir schon mal versprochen, ja. Wir bauen weiter. Die beiden Kollegen hier, denen schicken wir das zu. Dirk,
bekommst das am 25. falls du dich anmeldest. Genau, nur dann. Sonst behalte ich das. Haben wir was vergessen? Wir wünschen allen eine gute Bausaison. Das war's. Gut, mal gucken. Es macht Licht aus. Nee, warte mal. Bevor wir das machen, machen wir Statistik. Statistik? Genau. Norbert macht Statistik. Wir haben jetzt noch mal ein paar Videos gemacht zum Rumpfbau, die erfolgreicher angelaufen sind als damals, als wir angefangen sind, die Baureihe zu machen. Wir haben jetzt nach den knapp 6 Wochen, die ersten 3 Videos, die wir eingestellt haben, sind alle über 1000 Zuschauer, erhalten positive Wertungen, wird kommentiert, die Leute freuen sich, im RC Network ist was los. Ja, man kriegt auch manchmal so nochmal eine E-Mail als Zuschauer und sagt, das ist alles toll. Ja, das würde ich sagen, hat Spaß gemacht. Genau. Also wir danken euch dafür, dass ihr so fleißig zuguckt und kommentiert. Ja. Und wo ich auch ganz stolz drauf war, es gab auch viel Bauer aus Holland, die dann geschrieben haben, das kannten sie noch nicht, ausprobiert, hat funktioniert. Also auch schon mal eine tolle Sache. Achso, lass uns mal bitte die Plätze tauschen. Wenn ich eins in den Videos gelernt habe, ist dann, wenn dein Gesicht da drauf ist, dass die ungefähr 10-mal so häufig angeklickt werden.